Willkommen auf der anderen Seite. Wir sind jetzt raus aus den Abwasserkanälen, raus aus dem Gefängnis. Das wird richtig geil. Hier in der bescheiden aussehende Welt. Ich meine, es war 2006 wirklich was, ein ganz anderes Experience. Naja. Erstmal holen wir uns hier ein paar Muscheln. Eieiei. Wo kommt eigentlich diese Summen hier? Krass. Scheint, dass irgendein Mod funktioniert. Wir sind ja in einer Ruine. Und schauen gleich mal. Bogenschütze. Können wir denn von hier aus ausschalten? Schleichangriff erfolgreich, das ist schon mal was. Und hier ist noch ein Bandit. Ja, nice. Käse, geil. Apfellauch und Salat nehmen wir auch mit. Und hier liegt ja noch mehr Zeug rum. Gold und Reparatur haben wir, können wir auch immer gebrauchen. Und das hier ist nichts. Milchdistel. Na cool. Ein Apfel und Pfeile. Nichts, das wir gebrauchen können hier drin. Hammelfleisch. Ein Bettchen mit Schuhen, Raulederschuhe, Eisenpfeil nehmen wir mit. Pfeile brauchen wir. Die Sachen nehmen wir auch mit. Eine Dunkelelfin. Ein Sack mit einem schwachen Trank der Lebensenergie-Wiederherstellung. Unsterbliches Blut. Von Anonymous. Den haben wir auch bald weggenutzt. Der Herr Khajiit hier. Erst reparieren wir mal kurz. Ja, das weiß ich nicht. Das können wir nicht ausrüsten. Wo sind wir denn hier? Wilverin, eine Eileinruine. Dann müssen wir hier einen Bogen schlagen und hier dann zur Kaiserstadt rein. Gehen wir am besten gleich mal hier rum. Mit der Rechtstaste können wir hier mit dem Bogen auch verteidigen. Ich
Ich meine, jetzt sieht es natürlich bescheiden aus, die Grafik, aber vor ein paar... Ja. Vor knapp 15 Jahren war das schon richtig cool. Es ist halt ein bisschen was anderes, wenn man es jetzt mit Skyrim vergleicht. Man hat halt jetzt mittlerweile auch andere Referenzpunkte, wie was, Punkte, wie was aussehen sollte. Zass da her! Oder setzt was! Bitte, ich habe kein Geld mehr. Kein Problem. Der hier bringt euch gratis um. Selbst die Kaiser. Oh nein, meine Stärke wird entzogen. Aber es ist cool, dass wir jetzt diesen Pointer da oben haben. Oben rechts in der Ecke. Auf dem steht, wie lange dieser Effekt noch für uns anhält. Interessant. Da scheint ein Icon zu fehlen. Schauen wir mal, was da drin ist. Silberglas und Silberkrug hier. Ganz nett, aber können wir gerade... Dafür ist mir gerade der Space, den wir haben, zu schade. Athletik hat sich verbessert, das ist geil. Mit E können wir auch jumpen hier. Eine Tonne. Und hier sind wir bei der Tür zu Roxy Herberge. Gängen wir mal rein hier. Schauen wir mal, was geht. Es heißt, dass alle Priester und Priesterinnen der Kapelle von Dibella ermordet wurden. Und niemand weiß, wer es getan hat. Lebt wohl. Lustig, wenn alle durcheinander reden. Was kann ich für euch tun? Rumors. Gerüchte. Woher kommt unsere Nahrung? Aus dem Herzland. Und aus dem Tal von Nieben. Und aus Skinkrad? Hervorragende Weine, Käse und Tomaten. Das erzählt uns schon mal einiges über den Lore hier. Bitte Orion, wer ist das? Gerüchte. Habt ihr gute Taten vollbracht, segnen die Neuen euch und heilen Krankheiten, wenn ihr zu ihren Wegschreinen pilgert. Hoffe ich doch. Ja. Lebt dass wohl, die Götter gut auf uns zu sprechen sind. Was kann ich für euch tun? Claude Maric, Rumors. Die Wegschreine von Arkai lassen den Segen der Lebensenergie demjenigen zuteil werden, der durch seine Rechtschaffenheit den Gefallen der Neuen findet. Gut zu wissen. Was kann ich für euch tun? Gerüchte. Skelette erledigt man am besten mit einer großen Waffe. Zauber bringen nichts. Einfach kräftig zuschlagen, bis die Knochen fliegen. Danke für den Tipp hier. Lebt wohl. Ja. Ein Khajiit. Hütet euch in den Wäldern vor Minotauren. Oh nein. Sie sind schrecklich aggressiv. Und eure Rüstung schützt euch nicht vor ihnen. Minotauren. Was? Gerüchte? Gibt es in Tamriel irgendwo vielleicht auch rattenfreie Orte? Verbreiten Krankheiten wie nichts. Die Ratten. Wiedersehen. Und mal mit der was Besitzerin. Was Glück, dass jemand hier ist, was der helfen zu berichten? Kann. Helfen? Ich weiß nicht, wie ich es noch klarer ausdrücken kann. Ganz platt. Raelin, die Gräberfinderin, muss sterben. Wieso das denn? Erstmal das lustige kleine Minigame hier spielen. Ihr seid aber wirklich süß. Genau. Es gibt hier 4 Bestandteile. Prahlen, bewundern, witzeln, nötigen. Und je nachdem, was man wählt, kriegt man entweder eine auf den Deckel und verliert
Zustimmung oder man gewinnt halt durch. Und man muss halt herausfinden, an welchen Rädchen man quasi drehen muss. Erzählt nicht solchen Unfug. Okay. Hört auf, ihr macht mir Angst. Es geht wieder ins Positive, ja? Und das ist wieder wohl Minus. Kaum. Also das mag sie nicht. Das mag sie, das mag sie, das mag sie nicht. Wir müssen versuchen, möglichst wenig zu dieses Rädchen hier reinzubringen in die beiden Bereiche und dann die starken Bereiche hier ausprägen. Das ist ziemlich einverstanden. Versucht nicht, mich zu manipulieren. Weder jetzt, bitte. Das ist ziemlich gut. Nicht wohl kaum. Was? Einverstanden. Ich habe keine Wahl. Versucht bitte nicht. Der wohl kaum. Man muss auf jeden Fall ein bisschen rumprobieren, bis man hört auf. Die nicht Lösung schlecht, findet. Gar nicht schlecht. Oder den besten Weg. Und wenn man hier auch noch ein bisschen fortgeschrittener ist, dann gibt es hier einen Button, den man bekommt und man kann das Rad nochmal drehen, um so eine bessere Wertung zu bekommen. Das reicht mir. Graufuchs. Verdammter Dieb! Ich hoffe, sie knöpfen ihn auf, wenn sie ihn kriegen. Aber er entwischt immer wieder. Die Bettler sind seine Augen und Ohren. Der Diebeskönig Graufuchs. Gerüchte. Alle Welt redet natürlich nur noch über den Mord. Hier. Der Mord am Kaiser. Ihr nehmt meinen Rattenkurier. Geht nur. Behaltet ihn ruhig. Der Rattenkurier? Immer noch nichts Neues von Aleswell, seit alle verschwunden sind. Seltsame Angelegenheit. Aleswell? Eine kleine Siedlung nordwestlich von hier, auf der anderen Seite der Silbernen Straße nach Bruma. Neulich kamen Reisende hier hindurch. Sie sagten, dass es eine wahre Geisterstadt geworden sei. Alle sind spurlos verschwunden. Tja, wo können die nur hin sein? Kein Meter Sicht. Quest angefügt. Gut zu wissen. Und jetzt Raylan, der Graberfinderin. Tja, alle Achtung für die Übersetzung. Vor einigen Monaten ließ sich diese Hexe und Totenbeschwörerin in der Mossfelsenhöhle etwas nördlich von meiner Herberge nieder. Ich weiß nicht, was sie dort treibt. Und ich will es auch nicht wissen. Seit ihrer Ankunft sind die Wälder in der Nacht jedoch nicht mehr sicher. Tja, schade. Ich habe des Nachts alle möglichen Untoten im Wald in der Nähe des Höhleneingangs herumwandern sehen. Die Gegend hier hat schon einen ganz schlechten Ruf und meine Kunden bleiben weg. Mit jedem Tag scheint die Zahl der Untoten zuzunehmen. Schrecklich. Wenn sich jemand in die Höhle schleichen und Raylan töten würde, könnten wir die Untoten vielleicht loswerden. Ihr Tod bringt ein hübsches Kopfgeld. Ich hoffe, ihr lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen. Gut zu wissen. Das ist ein Quest, den wir... wird endlich bekommen, was ihr zusteht. Widerliche Kreaturen. Machen können, sobald wir in der Kaiserstadt waren. Und ich möchte erstmal dahin und ein paar Sachen verkaufen, damit wir unser Inventory wieder ein bisschen aufräumen können. Und ich würde sagen, wir verkürzen uns den Weg ein bisschen und gehen hier unten am Strändchen ein bisschen entlang. Das sind wir wieder im Fokus der Banditen, die da lauern könnten. Und können noch ein paar Krabben hier fertig machen. Die Schlammkrabben, die es auch in ähnlicher Form in Skyrim gibt. Ach ja, Fable muss ich später auch nochmal aufnehmen. Ich weiß halt nicht. Ich will Fable eigentlich noch nicht beenden, weil es noch Sachen zu tun gibt, aber ich weiß halt auch nicht, wie viel wir konkret in Fable machen können. Ihr erntet mir Erfolg, Nürnwurz.